Kalimera, Freunde, und Gruß an die Welt. Wir haben heute wieder herrlichstes Sonnenwetter. Und ja, ihr habt richtig gelesen, auf Kreta wird eine Autobahn gebaut. Momentan ist es alles noch in der Planungsphase, aber in den nächsten Jahren wird Stück für Stück in drei Abschnitten die Autobahn, der Bau umgesetzt. Ob und wie sich das auf den Tourismus auswirkt, ist noch nicht so wirklich klar. Es gibt einige Faktoren, die man hier einberechnet, und zwar die Fahrzeit von momentan über die National Road von Kissamos nach Sitia werden laut Google Maps jetzt bei 4,5 Stunden angegeben, und wenn die Autobahn fertig ist, sollte sich's ausgehen mit 1,5 Stunden. Liegt wohl daran auch, dass auf der Autobahn die Fahrgeschwindigkeit höher werden kann. Ein möglicher Nachteil würde sich ergeben aus der Tatsache, dass die Autobahn nicht mehr gratis befahren wird, sondern so wie am Festland eine digitale Mautgebühr zu entrichten ist. Also das bedeutet, je nach Kilometer, du fährst auf die Autobahn hinauf, und beim Hinunterfahren, je nach gefahrene Kilometer, bezahlst du bei so einem digitalen Terminal. Es wird auch eine Karte geben, dass, wenn du öfters unterwegs bist, dass das automatisch abgerechnet wird. In den lokalen Medien wird auch berichtet über das Autobahnprojekt auch hier auf Kreta. Und hier in Rethymno News ein Bericht von gestern, vom 23.04.2023, wird ganz aktuell berichtet über die Fortschritte, und es werden auch Vertragsunterzeichnungen durchgeführt für die Teilabschnitte. Und es gibt auch hier, ich werde es euch dann unten in der Videobeschreibung alles verlinken, auch schon mal ein kurzes Video über dieses Autobahnprojekt auf Kreta. Und hier sieht man die Streckenführung von West nach Ost, beginnend in Kissamos und die verschiedenen Teilabschnitte. Es werden Brücken gebaut, es werden Einzeltunnel gebaut, wie ihr hier sehen könnt, und bis in den Osten, bis nach Sitia. Die Länge wird ungefähr 200 Kilometer betragen, und das Befahren wird auf elektronischer Mautbasis stattfinden. Das kennt man ja vom Festland. Also das heißt, es wird per gefahrenen Kilometer abgerechnet. Du fährst auf die Autobahn, bezahlst mal nichts, und wenn du runterfährst, die Kilometer, die du gefahren bist, werden dann elektronisch verrechnet. Und dann gibt es aktuell auch in Hania News, der Bericht ist von heute, vom 24.03., also 24. April 2023, und es wird auch geschrieben über die Bauphasen, wie das Projekt voranläuft und die einzelnen Abschnitte besprochen werden bzw. die Verträge unterzeichnet werden. Wie lange es dauern wird, bis wir hier auf Kreta dieses Projekt umgesetzt haben, das steht hier in diese Berichte noch nicht. Hier auf Google Maps, momentan auf der Nationalstraße, beträgt die Distanz 299 Kilometer ungefähr. Also wenn man jetzt Kissamos City eingibt, ist das immer vom Stadtzentrum zum Stadtzentrum zu sehen. Also es wird etwas weniger Kilometer sein, aber hier könnt ihr sehen, circa wird angegeben 4 Stunden 10. Man muss berechnen, es gibt Teilabschnitte hier zwischen Kissamos und Kania, da geht es etwas flotter, aber nach Heraklio, Malia und Aios Nikolaos Richtung Sitia, da dauert es dann, sind die Straßenverhältnisse dann nicht mehr so optimal, auch die Geschwindigkeiten, man darf bei Teilstrecken nur 80 fahren oder noch weniger, 60, kommt immer darauf an. Also es wäre insofern schon eine Zeitersparung, wenn diese Autobahn fertig ist.
Der Nachteil ist natürlich, man musste dann elektronisch Maut bezahlen. Also wenn du hier lebst und wohnst, dann gibt es eine elektronische Karte, die kann man aufs Auto picken und da wird abgerechnet. Oder man kann auch mit Münzen bezahlen. Es wäre dann so wie am Festland wahrscheinlich kein Problem. Es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag und zwar Avtokinidos Tromos 90. Hier seht ihr die A90 und hier eine Vorschau von möglichen Abfahrten. Ob das jetzt definitiv so geplant ist oder ob noch Umänderungen kommen, sei jetzt mal dahingestellt. Man fährt von Kissamos und zum Beispiel Suderbuch gibt es eine Abfahrt, in Kalibes gibt es eine Abfahrt. Episkopi ist genau unser Nachbardorf. Und Retimno, es werden natürlich alle drei Hauptstädte miteinander verbunden. Auch eine Abfahrt Flughafen ist geplant und hier geht es dann weiter in den Osten. Hier die Nationalstraße, wie sie momentan verläuft. Und es gibt auch diesen Ausdruck bzw. Beschilderung New Road. Und es gibt auch eine Old Road, eine griechische Nationalstraße, nämlich Nationalstraße 90, wird auch die New Road so betitelt. Aber ich habe hier gefunden eine Geschichte bzw. die Entstehung der Nationalstraße, wann sie gebaut wurde und so weiter, was vorher war. Auch die Routenbeschreibung für die Old Road. Also wer sich interessiert über die, ja, hier steht zum Beispiel die erste Nationalstraße auf Kreta war die Königstraße. Und es ist eigentlich eine vor 1000 Jahren gebaute Schotterstraße, auf der Fußgänger und Reiter von Sitia nach Kissamos kamen und gingen. Also wer sich für die Geschichte der Old Road bzw. New Road interessiert, den Link gebe ich euch auch unten in die Videobeschreibung dazu. Wenn man nochmal zu Google Maps schaut, kann man erkennen, es ist ein Teil der E75 Europastraße. Und da ist auch interessant, den Link gebe ich euch auch unten hinein, die Europastraße 75, durch welche Länder diese verläuft. Und ihr könnt sehen, hier von Norden bis hinunter in den Süden bis nach Kreta. Also die ganze Europastraße 75 ist circa 4.340 Kilometer lang und beginnt eigentlich von Vardar also in Norwegen und endet quasi in Sitia auf Kreta in Griechenland. Was denkst du über das Projekt Autobahn auf Kreta? Bitte schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, was du dazu sagen hast. Bleibt abschließend nur noch zu sagen, seht euch diesen Ausblick an. Hoffentlich ist der Ausblick immer noch nach Beendigung der Bauarbeiten für die Autobahn durch Kreta.